heiß hier bei den Softboxen. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Dragon Monday. So, ja, ich hab ein Intro, yay, party hard. Gut, das war jetzt grunddämlich. Ja, auf jeden Fall schauen wir jetzt nochmal, was dabei passiert. Ich persönlich hätte halt diverse Sachen jetzt gerne gemacht. Wir haben heute zum einen Thema mal das 10.000 Abo Special. Wir haben YouNow und Hitbox. Wir haben eine Abstimmung zum Thema Spenden. Interessant. Und wir haben, was letzte Woche passiert ist und diese Woche passieren wird. Cool, das ging ja ohne irgendwie zu stottern. Nice! Oder besser gesagt? Nice. Oh, ich liebe solche Effekte. Gut, ich habe hier eine Softbox stehen, hier eine Softbox. Ich habe die Kamera ganz weit hinten. Und ich habe hier vor mir, deswegen habe ich so nach unten geschaut, meinen Laptop. Woo! Das heißt, ich habe heute mal richtig nice Sachen hier und werde ultra professionell. Ultra professionell. Also kommt denn das endlich? Du hast uns letzte Woche schon versprochen. Kannst du nicht einfach immer so lange warten? Ne? Ja, jetzt lass ihn doch mal in Ruhe, Gerhard. Der muss ja auch mal schlafen. Und er muss ja auch mal was tun. Habt ihr denn davon? Ist ja ultra nervig langweilig. Und alle sind froh, wenn nichts kommt. Immerhin wollen wir die Hater ja auch, dass er Videos nochmal macht. Also sei doch froh, wenn er es nicht bringt. Dann ist er wenigstens der Lügenlord. Ja, und die Stimme geht mir überhaupt nicht auf die Kehle. Autsch. So, was das gesollt hat, fragt lieber nicht mich. Ich habe einen psychischen Schaden. So, 10.000 Abo-Special, ja. Es sollte eigentlich schon letzte Woche kommen, das ist vollkommen richtig, was diese beiden seltsamen Dingsbums von meinem Gehirn hier gerade gesagt haben. Ihr müsst wissen, ich bin nicht allein. So, ja, wie auch immer, 10.000 Abo Special. Es soll diese Woche kommen, Freitag oder Samstag, wann genau weiß ich noch nicht. Gedreht habe ich es schon, aber es hat mir so nicht gefallen. Eigentlich wollte ich auch andere YouTuber dazu haben, die da vielleicht auch Lust hätten, da mitzumachen. Aber das Problem ist ja, wegen den ganzen Hatern meiden mich die meisten YouTuber, mit mir Videos zu machen. Auf der einen Seite bin ich den Typen ein bisschen dankbar, weil die auf meine, ja, Ultra-Intelligenz reingefallen sind und mich supportet haben, obwohl sie es gar nicht wussten. Aber Spaß beiseite. Das hat natürlich auch Nachteile, dass man durch Hater bekannt. Das 10.000 Abo-Special wird kommen. Und zwar Freitag oder Samstag. Wann ich genau das bringe, weiß ich noch nicht. Gedreht habe ich es schon, aber es gefällt mir nicht. Ich werde es nochmal neu drehen. Punkt 2. Oh yeah! Punkt 2 betrifft im Prinzip YouNow und Hitbox. Viele labern. Hey, warum streamst du jetzt nur noch auf Hitbox? Hast du jetzt Angst vor Takino TV oder was? Ja, Takino TV hat dich doch bestimmt jetzt verjocht. Ja. Ich streame auf Hitbox, weil ich auf YouNow mit der Qualität, die ich habe, keine Spiele streamen möchte und kann. Ich möchte meine Spiele auf einer Plattform streamen, auf der ich auch Spiele streamen kann. Wie Hitbox oder Twitch. Da ich durch mein Netzwerk bei Hitbox von vornherein gepartnert bin und bei Twitter wahrscheinlich in 10.000 Jahren nicht gepartnert werde, wobei das mittlerweile bei der Größenordnung nicht unbedingt unwahrscheinlich ist, werde ich das so machen, dass ich auf Hitbox vermutlich bleiben werde, was das Spiele-Streamen angeht. Wie es mit der Qualität und alles am Ende aussieht, da werden wir nochmal in Ruhe bei Gelegenheit drüber sprechen, wenn es soweit ist. Auf YouNow wiederum, auf Hitbox ist es nicht erlaubt, irgendwie Laberstreams zu machen. Zumindest, soweit ich bekannt Bescheid weiß. Auf Twitch zum Beispiel ist es nicht erlaubt, da weiß ich es. Bei Hitbox weiß ich es nicht, ob es erlaubt ist.
Aber ich persönlich würde auf einer Plattform, wo man eigentlich Spiele streamt, auch gerne Spiele streamen und nicht irgendwelche Lava-Streams machen. Das ist echt uncool. Auf YouNow wiederum ist die ganze Seite dafür ausgelegt, einen Lava-Stream zu machen. Da zu sitzen, ein bisschen rumzulabern, ein bisschen rumzublödeln, ein bisschen Scheiß zu machen. Vielleicht mit anderen einen Splitscreen zu machen. Auch nice, ja. Haben wir zum Beispiel schon gemacht. Ich schmeiß euch heute mal einen Ausschnitt rein. Jetzt hat er leider damit aufgehört, jetzt fange ich damit an. So, aber jetzt wirklich der Clip. Ja, totes Tier, totes Tier! Ah! Was ist die da? Bis morgen irgendwann. Was ist das denn, Alter? Ich habe es längst, die mächtige Bestie. Ja, jeden Tag zauberst du da was anderes hervor, Alter. Gut, ja, der mit dem Ausschnitt, der wird echt nie alt. Oh, shit. Okay, jedenfalls auf YouNow kann man ganz normale Streams auch machen. Das gerade war zum Beispiel mit Braui. Schaut mal auf YouNow vorbei. Wenn er euch taugt, könnt ihr ihn gerne fanen. Das ist echt ultra und es kostet nichts. Ich möchte sowohl auf YouNow als auch auf Hitbox streamen. Auf YouNow möchte ich deswegen streamen, habe ich auch aus diesem Grund angefangen, weil ich euch, meinen Zuschauern, meinen Fans oder auch meinen Hatern, also meinen Zuschauern, kurz gesagt, auch dadurch nahe sein kann und auch für euch da sein will. Aber mir zum Beispiel sind meine Zuschauer unglaublich wichtig. Ohne meine ganzen Zuschauer, seien es Hater, seien es Fans oder seien es ganz gewöhnliche Leute, die einfach nur zuschauen und weder Fan noch Hater sind. Ihr seid diejenigen, die mir überhaupt ermöglichen, eine solche Größe und eine solche Reichweite auf YouNow, auf Hitbox, auf Twitch, auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich nicht zuletzt YouTube zu bekommen. Und deswegen seid ihr mir unglaublich wichtig. Ich bin auf YouNow einer der größten Streamer, die da streamen. Und das, obwohl ich auf der Plattform erst seit ungefähr 3 Monaten streame. Und das ist eigentlich eine Sache, wo ich mir einfach nur noch denke, what the fuck ist da los? Ich feiere das und ich feiere meine Fans und meine Zuschauer und ich bin euch ultra dankbar für alles, was ihr für mich getan habt und für alles, was ihr vielleicht in Zukunft noch für mich tun werdet. Auf YouNow und auf Twitch oder Hitbox werde ich weiterhin streamen. Twitch wahrscheinlich nicht, weil auf Twitch, wie gesagt, bin ich nicht gepartnert, auf YouNow schon, auf Hitbox schon. Ich mache das natürlich nicht wegen dem Geld auf Hitbox oder YouNow, sondern weil ich das halt gerne mache. Aber das Geld ist natürlich nicht zuletzt auch deswegen wichtig, weil ich dadurch auch für euch weitere zukünftige Sachen gut machen will. Und das ist auch einer der Punkte, die jetzt im gleichen im Anschluss hier kommen werden. Und zwar zum Thema über eine Abstimmung zum Thema Spenden. Zum Thema Spenden habe ich schon ein paar Mal eine Anfrage bekommen von einem Jahr, dass ich doch mal sowas wie einen Spendenlink einführen soll. Das heißt einführen, ich kann nichts anderes dazu sagen, einbringen soll, also posten soll, machen soll, wie auch immer. Und ich habe mich immer geweigert, weil es überhaupt nicht mein Stil ist. Zum einen bin ich überhaupt kein Fan von diesen ganzen Spendensachen, weil ich will meinen Fans nicht irgendwie was wegnehmen. Ich weiß, jetzt steht wahrscheinlich in den Kommentaren gleich wieder irgendwas von wegen Poster, deswegen wartet noch, dazu werde ich gleich noch kommen. Ich möchte aber das Video nicht zu lang werden lassen, deswegen lasst mich erst eine Sache zu Ende sprechen. Es gibt 2 Abstimmungen, die ich gemacht habe. Die eine Abstimmung ist die hier. Das ist die Abstimmung zum Thema, wie viele Hater glaubt ihr, dass ich habe? Viele haben gemacht 100% und viele haben gemacht 90%. Würde man jetzt von den 100% Usern ausgehen, dann könnte man sagen, dass jede Abstimmung null und nichtig ist. Die Abstimmung mit den Hatern lief nur 1 Stunde. Und ich habe ihr habt es ja gesehen, die lief nur eine einzige Stunde. Später hatte sie dann, ich habe nochmal nachgeschaut, bevor ich jetzt da gestreamt habe, oder aufgenommen habe, sie hat über 200 Stimmen. Und nahezu jeder hat gesagt, ich habe 100% Hater. Gut, das ist mir egal. Ja? Ich kann 10.000 Hater haben, aber ich weiß, dass ich mindestens einen Fan habe. Und für diesen einen Fan würde ich alles geben. Immer. Kurzum, diese Abstimmung hier ist völlig egal.
die ist völlig null und nichtig, wenn ich wirklich 100% Hater habe. Wenn ich aber, gehen wir mal den Fall, dass ich 90% von meinen Usern sind Hater und es sind minimal 99%. Mindestens einen Fan habe ich. Und ich gehe deswegen von 90% aus. Dann würde ich sagen, dass die Nein-Abstimmungen zu 100%, 90% davon von den Hatern kommen. Kurzum, da steht die falsche Zahl. Ich würde davon ausgehen, dass es einfach viele Hater sind, die auf Nein geklickt haben. Die wollten diese Abstimmung komplett boykottieren. Die wollten diese Abstimmung komplett boykottieren. Die wollten dafür sorgen, dass es Nein heißt, Nein heißt, Nein heißt. Denn ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Hater davon gestresst sind, dass ich nicht mehr so viel über sie labere und nicht mehr so viel mache und mein Zeug selber mache mittlerweile. Und dass es mittlerweile dabei ist, dass denen ihre ganzen Foren langsam aber sicher eingehen. Weil die meisten Leute langweilen sich darüber mittlerweile. Was ich verstehen kann. Es ist seit fast 2 Jahren jetzt also nichts anderes als Drachenlord, den ganzen Tag. Und das jeden Tag stundenlang. Und dass das viele Leute nervt, ist mir klar. Ich weiß auch, dass mich fast jeder mittlerweile aus dem Internet kennt. Ja, jeder, der hier was zu sagen hat, jeder, der hier irgendwie unterwegs ist, der hier streamt, der hier aufnimmt, der hier Videos dreht, der hier Zeitschriften liest oder Zeitschriften irgendwie schreibt oder sonst was. Nahezu jeder hat mich mittlerweile im Blick. Fast jeder, der im Internet viel unterwegs ist. Und deswegen habe ich jetzt noch Folgendes gesagt. Wenn man davon ausgeht, dass 90% der Nein-Stimmen wirklich null und nichtig sind, aber die Ja-Stimmen, weil ein Hater nicht auf Ja klicken würde, da würde ich 100 Euro drauf wetten, dass ein Hater nicht auf Ja klickt, es sei denn, er weiß, dass ich dagegen wette. Die machen immer genau das Gegenteil von dem, was sie glauben, dass ich will. Kurzum, sie haben absichtlich Nein gedrückt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man einfach die Ja-Stimmen nehmen kann. Und es sind über 400 Stimmen, die Ja gemacht haben. Wenn ich einen Spendenlink einrichte, muss niemand da Ja klicken und was spenden. Niemand. Keiner. Auf keinen Fall. Muss nicht sein. Kann nicht sein. Wird nicht passieren. Aber dadurch, dass da trotzdem so viele Ja gesagt haben, würde ich sagen, ich mache das mit dem Spendenlink einfach. Und wenn es hinhaut, haut's hin. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt fragen sich alle, wofür sollen wir spenden? Ja. Wenn es mit dem Spendenlink in dem Fall gut hinhaut, dann würde ich auch irgendwann mal was für eine Organisation machen. Für eine Organisation Spenden sammeln. Oder irgend sowas. Aber in erster Linie würde ich gerne hergehen und für YouTube, für meine Sachen, erst einmal spenden. Ja, fordern, verlangen möchte ich nicht sagen. Ich bräuchte unbedingt einen neuen PC und ich bräuchte unbedingt ein neues Mikro. Das sind 2 Sachen, die ich brauche. Selbst wenn ich arbeiten gehe, verdiene ich momentan einfach nicht genug Kohle, weil ich keinen gelernten Beruf habe und alles, dass ich dann hergehen kann, mein Haus zahlen kann, alles zahlen kann und mir noch zusätzlich so viel Geld auf Seiten legen kann, dass ich mir einen PC kaufen kann. Das haut einfach nicht hin. Davon abgesehen bin ich, wie viele wissen, momentan auch arbeitslos. Ich habe jetzt eine Zeit lang gearbeitet, aber wie das bei mir immer der Fall ist, war das nicht lange der Fall. Jetzt ist es auch so, dass ich gerne hergehen würde und mir einen neuen PC kaufen würde und ein neues Mikro kaufen würde. Diese beiden Sachen würden sowohl den Let's Plays als auch meinen Videos auf YouTube und meinen Livestreams zugutekommen. Denn wie ich zurzeit glaube, liegt das nicht unbedingt an der Internetverbindung, sondern tatsächlich an meinem Laptop. Beziehungsweise ich habe nur einen Laptop an meinem Rechner, dass ich nicht richtig streamen kann auf YouNow und vor allem letzten Endes auf Hitbox. Ich werde den Spendenlink einrichten. Es wird nicht so viel sein und ich werde das Geld auch nur dafür ausgeben. Und dann werde ich es so machen, dass es hinhaut. Jetzt kommen wir kurz zur Sache mit den Postern. Ich habe Poster auf meiner Webseite verlinkt. Da konnten sich Leute die Poster kaufen. 5 oder 6 Leute haben sich eins gekauft. Eins habe ich verschicken können. Ein zweites habe ich noch nicht verschicken können. Aber selbst die Person, der ich das zugeschickt habe, hat gemeint, sie hätte das Poster nie erhalten und hätte gleichzeitig mir vorgeworfen, ich hätte das nie verschickt. Die Person hat den Käuferschutz eingesetzt. Ja, was soll ich jetzt dagegen machen? Ich habe mir damals keine Rechnung geben lassen, weil ich sowas nie mache. Was ich jetzt in Zukunft auch machen werde.
Und das andere ist, ich konnte nicht mehr Poster verschicken als dieses eine, weil ich keine Röhren mehr habe. Diese Röhren habe ich bestellt vor 3 Wochen. Gekommen sind sie bis heute, oder vor 4 Wochen oder 5 Wochen. Ich weiß gar nicht, wann ich die bestellt habe. Ich habe die auf jeden Fall kurz nachdem ich gemerkt habe, Leute bestellen die, habe ich die bestellt. Die sind nie angekommen. Und ich ärgere mich jetzt seit Wochen und Monaten damit rum, dass die endlich kommen. Sobald die kommen, werde ich alle Poster, die ich habe, verschicken. Also alle Poster, die ich halt angefragt bekommen habe. Diese Personen brauchen nichts zahlen dafür. Das nehme ich auf meine eigene Tasche, denn letzten Endes ist es mein Problem, dass die nicht geschickt haben. Kurzum, es gibt Leute, die behaupten würden, ich hätte nichts verschickt. Ist richtig, bis auf die eine Person. Aber das liegt auch wirklich daran, dass diese blöden Röhren, die ich benutze, nicht gekommen sind. Jetzt würden viele sagen, ja, falte halt die Poster. Es ist übrigens das Poster, um das es geht. Jetzt würden viele sagen, ja, falte halt die Poster und verschickst das so. Und verschickst du die in Röhren? Wenn ich die falte, sieht es aus wie das Poster. Ich hasse gefaltete Poster. Die schauen einfach scheiße aus. Und deswegen will ich die in Röhren verschicken. Die kosten aber dementsprechend auch viel. Nicht die Röhren, sondern das Verschicken kostet viel. Meine ersten Röhren, die ich gekappt habe, haben ultra viel gekostet. Meine neuen, die kosten jetzt nicht mehr so viel, aber dafür kostet das Verschicken trotzdem zwischen 6 und 7 Euro. Das ist einfach so. Ich werde es jetzt folgendermaßen machen. Auf meiner Website ist bereits das Poster runtergenommen. Es ist momentan versteckt, dass ihr das nicht mehr verschicken könnt. Also, dass ihr es nicht mehr kaufen könnt. Ich habe noch genug Poster da, ich werde es jetzt so machen, dass ich 2 Möglichkeiten zum Kauf anbiete. Für 5 Euro könnt ihr euch das Poster kaufen, was hier hinter mir hängt. Dann ist es aber gefaltet und ich werde es gefaltet verschicken. Die anderen, die mit den Röhren das möchten, zahlen 10 Euro. Aber es dauert im Moment noch und sobald ich die Röhren habe, werde ich sie verschicken. Gut, das wäre es zu dem Thema. Jetzt zum allerletzten Punkt und den machen wir jetzt ein bisschen schneller. Letzte Woche ist nicht wirklich viel passiert. Ich war nicht an einem Lagerfeuer, ich habe nicht irgendwie jetzt was gemacht. Die einzige Sache war, auf Junau gab es ein Problem mit einem anderen Streamer, der mich ständig beleidigt und verarscht und was weiß ich alles. Ich bin 26 und ich werde mich garantiert mit niemandem rumärgern, der 18 ist und keinen Plan von der Welt hat und gleichzeitig versucht, mich ständig fertig zu machen und irgendeinen Scheiß über mich zu labern und dann mich auf meine körperliche Statur zurückstuft. Ja, labert so ein Müll wie von wegen, oh, du bist so fett, bist so fett und was weiß ich. Das ist einfach sowas von Kindergartenniveau, auf das lasse ich mich nicht ein. Gut, ansonsten war die Woche nicht wirklich viel. Ich habe mit Braui 2-mal einen Stream gemacht. Ansonsten war die Woche wirklich nicht viel. Also ich habe ein Video hochgeladen, das Top 5 Gothic Video. Ansonsten ganz normal am Montag den Montagsvlog, der jetzt ja Dragon Monday heißt und übrigens mit 1 anfängt. Und auch in einer neuen Playliste beginnt. Ja, und das war es eigentlich soweit. Es hat niemand Geburtstag gehabt, es ist niemand gestorben. Habe ich was vergessen? Nö. Gut, zur neuen Woche. Natürlich kommt jetzt am Montag dieses Video. Und da ich jetzt halt wieder ein bisschen am Videospielen bin und alles und natürlich auch Arbeit suche und natürlich noch zu Hause was tun muss, werde ich das so machen, dass ich das neue Video für 10.000 Abo Special Freitag oder Samstag bringe, davor halt alles vorbereitet, drehe und so weiter, und dann passt es. Ich werde mich auch im Laufe dieser Woche mal an das 4 Drachen und der Metal setzen. Gut, das war es dann zu dem Punkt eigentlich schon soweit. Dann werde ich euch nächste Woche erzählen, was ich die Woche so geschafft habe. Vorgenommen habe ich mir jetzt das 10.000 Abo Special und an 4 Drachen und der Metal anfangen zu drehen. Kommen wird es noch nicht. Noch nicht. Aber es wird vielleicht nächste Woche oder in 2 Wochen kommen. Es kommt jetzt darauf an, wie ich dann vorankomme. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bin ich noch gespannt, was als nächstes so passiert. Ja, und dann danke ich fürs Zuschauen. Haut rein, Metal on und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.